Also die Friedensgebete sind ja gestartet aufgrund von Inhaftierungen, ne? Und aufgrund von polizeilichen Übergriffen. Und das hat schon Angst gemacht. Und es war klar, der Schutzraum der Kirche wird immer kleiner. Also wenn man vor die Tür geht, ist der Schutzraum schon weg. Mhm. Also wir haben damals darüber diskutiert und sind sozusagen belehrt worden, haben gesagt, schon das Grundstück ist kein Schutzraum mehr. Ihr müsst wirklich innerhalb der Kirche bleiben, so wie ihr rausgeht. Und selbst auf dem Kirchengelände kann es sein, ihr werdet verhaftet. Heute in der Gethsemane-Kirche und zwar zusammen mit Margitta Kuppler. Margitta Kuppler hat hier in der Gethsemane-Kirche beim Kontakttelefon gearbeitet. Und vielleicht können Sie ja erst einmal erzählen, was war denn eigentlich das Kontakttelefon? Ja, es war ja damals zu der Zeit, wo noch nicht viele Leute ein Telefon hatten. Das heißt, Telefon war ganz, ganz selten. Und die Gethsemane-Kirche hat uns einen Telefonanschluss zur Verfügung gestellt, nebenan in ihren Gemeinderäumen. Das war ein Kirchentelefon, um Informationen weitergeben zu können. Das heißt, wir waren eine größere Gruppe von Menschen, die engagiert, oppositionell, oft im kirchlichen Rahmen unterwegs waren, viel getan haben. Und man konnte uns anrufen auf diesem Telefon und die Gruppe hat versucht, möglichst 24 Stunden am Tag dieses Telefon besetzt zu halten, um Informationen, die geheim waren, die nicht jeder wusste, über Inhaftierte, über Demonstrationen, über Aktionen sozusagen an andere zu bringen, die sonst keine Chance gehabt hätten, etwas davon zu erfahren. Und wir wollten damit unser Wir größer machen. Mhm. Wie sind die Informationen zu Ihnen überhaupt erstmal gelangt? Mhm. Auch über das Kontakttelefon. Das heißt, es war sozusagen zweiseitig. Ja. Es konnte jemand anrufen und sagen, so, wir haben das und das geplant, bitte gebt es weiter. Dann haben wir das in die Liste aufgenommen. Und wenn jemand gefragt hat, so, was ist denn jetzt in Potsdam geplant, können wir sagen, ja, wir haben gerade einen Anruf gekriegt, da ist das und das geplant. Also wir haben wirklich versucht, so ein Netzwerkknotenpunkt zu sein. Und wir haben natürlich von, Leute sind auch vorbeigekommen, die wiederum was wussten. So, ne? Also man konnte uns nicht bloß anrufen, das war für die Leute, die weiter weg sahen, waren, die in der Nähe waren, sind auch mal vorbeigekommen, haben gesagt, hier, ich habe eine Information, könnt ihr das sagen, hier ist ein Aufruf für eine Demonstration oder hier ist ein Aufruf da und dafür. Das war ja was, was verboten war. Ja. Also oder zumindest auf jeden Fall nicht wirklich legal. Wie hat sich das angefühlt oder was war da vielleicht auch ein bisschen so ein Schutzraum? Also es war ein Graubereich. Mhm. Es war ja nicht verboten zu telefonieren. Mhm. So, ne? Man durfte schon telefonieren und die Kirche durfte auch Telefon haben. Wir haben eine Lücke gefüllt und das ist dann das Verbotene vielleicht, weil die Information sonst nicht weitergegeben worden wäre. Also sie wäre nicht in den Nachrichten gekommen, sie hätte nicht in den Zeitungen gestanden. Es gab immer diesen Sprachgebrauch nur zum innerkirchlichen Dienstgebrauch, wenn irgendwas gedruckt wurde. Ne? So, also man hat so getan, als wenn es eigentlich nur was mit Kirche zu tun hat, als wenn es sozusagen ein Teil von einem Fürbittgebet war und so. Und das war sozusagen der graue Bereich. Aber es war schon auch immer ein bisschen aufregend. Mhm. Ne? Das heißt, die Kirche war da auch ein gewisser Schutzraum. Genau, das hätte sonst nicht funktioniert. Wir hätten das nicht in einer Privatwohnung machen können mit einem privaten Telefonanschluss. Also irgendjemand hätte vielleicht einen Telefonanschluss gehabt, aber das wäre nicht gegangen. Da hätte sich auch keiner getraut anzurufen. Und deswegen war es die Kirche, also in die kirchlichen Räume konnte ja nicht einfach die Polizei kommen. Es waren ja kirchliche Diensträume, es war ein kirchlicher Telefonanschluss. Ich glaube, wir waren damals auch ein bisschen naiv und haben uns eingebildet, der wird nicht abgehört, was natürlich im Nachhinein Quatsch war und natürlich wurde er abgehört, aber man hat sich vielleicht noch sicherer gefühlt, als dass man tatsächlich war. Mhm. Aber Kirche war einfach ein sicherer Raum. Mhm. Und hier in der Gethsemane-Kirche haben ja auch die Friedensgebete mit gestartet. Ja. Wie war das damals für Sie? Ja, also das war, also die Friedensgebete sind ja gestartet aufgrund von Inhaftierungen, ne? Und aufgrund von polizeilichen Übergriffen. Und das hat schon Angst gemacht. Und es war klar, der Schutzraum der Kirche wird immer kleiner. Also wenn man vor die Tür geht, ist der Schutzraum schon weg. Also wir haben damals darüber diskutiert und sind sozusagen belehrt worden, haben gesagt, schon das Grundstück ist kein Schutzraum mehr. Ihr müsst wirklich innerhalb der Kirche bleiben, so wie ihr rausgeht. Und selbst auf dem Kirchengelände
kann es sein, ihr werdet verhaftet. Also der Schutzraum wurde immer, immer kleiner und es war schon sehr beängstigend. Und der andere Punkt war zu merken, wir sind so viele. Wir sind so viele und nicht nur, ich sag mal, die Kirchenblase oder die Oppositionsblase, sondern die Leute, die hier wohnen, die von nebenan sind, die alte Menschen, junge Menschen, Kinder waren dabei, ne? So, also Familien, also wir sind so viele. Das hat auch Hoffnung gemacht. Mhm. War das hier vor Ort auch im Zusammenhang mit den Friedensgebeten mal gefährlich oder hatten Sie Angst oder wie haben Sie das erlebt? Na, drin nicht. Mhm. Aber die Sache war immer, wie kommt man wieder nach Hause? Mhm. Wie gestaltet man seinen Weg zurück? Hin ging immer, für mich würde ich sagen, hin ging immer noch vor der Veranstaltung, konnte man so ein bisschen außen rum gehen, nicht so ganz direkt. Und man hat sich so ein bisschen hingeschlichen, mhm. so, ne? Aber raus gehen ja dann viele auf einmal, ne? Und man hat schon versucht, oder wir haben versucht, uns irgendwie Sicherheit zu geben, zu sagen, wer geht mit wem, mit wann, gehen wir alle zusammen oder gehen wir so ein bisschen kleckerweise raus, damit sich so ein bisschen verteilt. Es war schon beängstigend, weil es keine Sicherheit gab, weil man nicht wusste, was sozusagen, naja, wenn ich jetzt sage, der Feind, aber was sozusagen der Staat sich im Moment gerade überlegt hat, ob er das gefährlich findet, was wir machen, ob er es jetzt unterbinden will oder ob er es laufen lässt. Das war ja eine total unsichere Situation. Es gab ja keine Rechtssicherheit, dass man sagt, ja, wir haben uns nur versammelt, da passiert nichts. Kann sein, dass der Staat gesagt hätte, aber jetzt wird es hier uns zu viel, jetzt kommen hier zu viele Leute und jetzt wollen wir hier ein Exempel statuieren. Das war nie klar. Mhm. Wie haben Sie den 9. November erlebt? Waren Sie da auch hier vor Ort oder wie ist der Tag bei Ihnen abgelaufen? Ja, ganz unspektakulär. Also ich bin ganz unspektakulär. Ich bin Mutter von 3 Kindern, die haben ordentlich Abendbrot gegessen, sind ins Bett gegangen. Und das war's. Und am nächsten Tag bin ich wieder aufgestanden. Also ich habe das verschlafen. Mhm. Und so. Haben Sie im Zusammenhang dieses Tages hier beim Kontakttelefon die Tage davor oder danach dann noch einiges erlebt? Ja, also wir haben davor schon und dann hat sich für mich meine Erlebniswelt ein bisschen geändert, weil das Kontakttelefon dann ganz schnell nicht mehr so wichtig war. Mhm. Und ich war ja nicht bloß beim Kontakttelefon, sondern bei der Initiative Frieden und Menschenrechte. Und das hat sich ja ganz schnell, sag ich mal, auf eine politische Dimension gehoben. Und ich war ja dann in der AG Sicherheit des zentralen Rundtisch zur Auflösung der Staatssicherheit. Und das hat einfach ganz viel Energie gezogen, dass das sozusagen dann das war, was ich hauptsächlich gemacht habe. Wir hatten ja damals noch die Idee, wir könnten was gestalten. Also wir wären Teil eines Gestaltungsprozesses und dann hat das aber so eine Dynamik gekriegt, dass die Gestaltungsmöglichkeiten ja dann sehr gering waren. Mhm. Sie beschreiben das ganz gut. Die Kirche hatte damals wirklich eine große Aufgabe. Mhm. Jetzt gehen Informationen einfach über alle möglichen Medien in alle Welt. Wo sehen Sie heute die Aufgabe der Kirche in der aktuellen gesellschaftlichen Situation? Ich würde mir wünschen, dass Kirche weiterhin eine Rolle hat oder so, wie ich sie damals kennengelernt habe, sich zu positionieren in der Gesellschaft und zum Beispiel zu sagen, was sie bei der Masse der Informationen für die richtige Information finden oder bewerten und wofür sie stehen und ein Zeichen da setzen, dass eine Information, die wissentlich falsch in die Welt gebracht hat. Das liegt dann vielleicht ein bisschen an meiner Geschichte, denn so hat die DDR auch agiert, zu sagen, wissentlich Irritation von Menschen durch falsche Informationen. Ich glaube, da muss Kirche da einfach einen Punkt setzen und sagen, nee, das lassen wir nicht zu. Da setzen wir was dagegen. Und wir können sagen, wir brauchen einfach auch eine andere Form von Journalismus. Also mehr berichten und weniger bewerten, weniger emotionalisieren, sondern zu sagen, wir setzen hier einen Punkt und sagen, wir beschreiben eine Situation und wir überlassen es den anderen, die zu bewerten und zu sagen, das ist jetzt besonders traurig, also nicht so überemotionalisiert, wie es heute oft ist, sondern wirklich die Menschen zu befähigen, eigene Entscheidungen zu treffen und zu unterscheiden, was richtig und falsch ist. Mhm. Vielen Dank hier in der Gethsemane-Kirche mit Magitta Kuppler. Dankeschön für das Gespräch. Gerne.